Maze of Memories ist hier und wir kennen so ziemlich die komplette Kartenliste. Denn es gab ja heute, in dem Fall gestern, wenn ihr es seht, die Creator Openings von den Konami Affiliate Creatoren wie Julian, Schattenspieler und RenRen. Kurze Info noch am Rand, habe ich ganz vergessen. Das Set kommt logischerweise am 9.3. raus. Und ihr bekommt einmal meine First Impression. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren. Wie ich so auf die Karten reagiert habe. Denn wir kannten ja viele von den Karten nicht, weder die Raritäten noch den Inhalt. Wir wussten nur, dass es sich ungefähr um den Anime drehen könnte. Irgendwas mit Labyrinth, weil Torwächter war da fett drauf. Hier ist meine First Impression. Aber das Design von dem Ding ist schon wild. Ne? Einfach die ganzen Bilder drauf geklatscht. Ne? Rotäugige Seele. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ist das eine neue Karte? Ja. Oder ist das ein Reprint? Schreibt mir das gerne mal. Dann haben wir hier schwarze. Das ist eine neue Karte. Oh ja, die Ultra Rare. Ist direkt die Wächterschmiere. Aber die kannten wir ja schon. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Reprint. Aber auch als Ultra. Ausgehen konnten. Hey, gar nicht noch oh mein Gott. Torwächter von Wind. Der sieht ja funny as hell aus. Dann eine neue Karte. Dieser unheimlich kleine Punkt. Und das ist eine super gute in ewigen Kanalkarte. Dieser Name, wie er es vorgelesen hat, ist einfach so gut. Weil ich habe jetzt irgendwas, was ich sehe den Namen, ich habe irgendwas erwartet. Aber es heißt ja Punk. Oder nicht? Ne? Ah, ja, Punk. Der hat jetzt einen Reprint mit dem Erratum. Ja, da ist der Errater drauf. Ja. Das ist ganz nett. Errata ist, dass der Once-Pattern ist, ne? Die ist immer noch ziemlich gut, muss ich vorbei sagen. Dann Labyrinth-Mauerschaden. Oh mein Gott, wie. Warte, geh doch zurück. Wie geil ist denn dieses Bild bitte? Monster. Das erinnert mich ein bisschen an Maze Runner. Also ja, richtig stark sogar. Ja. Also richtig stark sogar. Aber mit den roten Augen und so. Ja, aber das hier das Bild von dem Wandschatten aus dem Anime. Ah. Dann haben wir hier. Oh! Schatten. Oh mein Gott! Ich liebe diese Bilder, weil sie cool aussehen. Guck mal, wie geil der aussieht. Kennt ihr den alten Schattenghul noch? Der ist richtig wild. Der sieht einfach. Also das ist ein neuer jetzt, oder? Ja, klar, aber der sieht richtig menacing aus. Oh! Ja, ich hab meine noch verkauft! Warum ist der nicht super rare? Auf jeden Fall raus. Alter, wieso ist er zum nicht super rare? Was soll denn das? Gib uns doch eine super rare wenigstens. Ey, jetzt hast du alles Holo, jetzt hast du noch die Kack rare da drin. Und Carrot. Carrot und Carrot und Pixies sind auch nicht Holo. Ja, aber nice. Guter Reprint, sehr guter Reprint. So, hier haben wir nochmal dieser unheimlich kleine Punkt. 2 für 2. Kein Front an Jürgen, ich mache auch dauernd Sprechfehler. Aber das war todesfunny. Wenn ihr Bock habt, lasst mal ein Like da für das Video. Für den netten Julian. Weiter geht's. Als Super Rare. Ja, cool. Das ist auch ein Banger. Das ist ein nice Reprint, aber den haben wir auf der Box schon gesehen. Reprint ist auch schön. Ja, man wusste ja, dass der drin ist, aber nicht hinterher. Das ist cool. Ein bisschen glitzernd. Oh mein Gott! Das hat mich jetzt schockiert. Es ist ein echt nicer Reprint, weil selbst die Karte trotzdem aktuell immer noch 5, 6 Euro geht, ne? Die anderen Prints, ne? Ja. Geht sogar tatsächlich 8 bis 9 Euro. Boah, dann ist es ja richtig geil. Oha, das ist nice. Erstmal schön nice in die Lost Art reincachen. Danke. Okay. Ich hab Lost Art. Ja, ich weiß aber gar nicht, wo der Unterschied ist. Ich schon. Die beiden Dinger hier, die haben dann einen Heiligenschein. Ah. Weil das sind eigentlich nämlich Engel, er ist quasi Gott. Das in Ultra Rare. What? Why? Warum ist das? Warum ist der Angler keine Ultra Rare? Die würde ich wieder spielen. Und wir wussten auch so ein bisschen Bescheid, dass die hier drin ist, aber trotzdem. Aber warum denn Ultra Rare? Die kostet nichts. Und schwerer. Oh mein Gott, das ist ja geil. Ich liebe das Ding. Ich liebe es. Es ist ein Maschinenpanzer. Die heimtückische Fallgrube und super rare. Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr schöner Punkt. Da hat sich jemand gedacht bei Konami, ja, die haben gesehen, die spielen die jetzt. Wir machen die einfach, wenn das Deck rauskommt, in Super Rare rein. Und jetzt spielt die aber keine Sau mehr. Einfach weniger. Der Angler hätte es mehr verdient. Ja, was soll das denn? Noch ein Angler. Es tut jedes Mal wenig in See. Warum ist das keine Super oder Ultra Rare? Also wenigstens eine Super. Die Intro ist immer geil. Blumen. Sieht schon gut aus, ne? Coole Kamera auf jeden Fall. Moment, Jürgen, herzlich willkommen zum Opening eines Dispack. Auflage, ich frage mich, das heißt, ob hier auch vielleicht diese neue 25th Quarter Century Rarität auch hier vielleicht auch drin sein. Nein, das ist auch sehr interessant zu wissen. Fun Fact für alle, die das jetzt gerade hier sehen und alle gerade mir hier zuhören. Das steht tatsächlich dieses Jahr auf jedem Produkt drauf. Auf jedem Produkt, selbst auf dem Schatzsteck steht das drauf. Aber nicht auch auf Photon Hypernova, oder?
Du standst nicht drauf. 25th Anniversary. Ja, weil wir jetzt hier erst die 25th Anniversary erreicht haben. Ah, okay. Macht er irgendwas? Bestimmt. Da steht ein Wort drauf. Den haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Wir haben, guck mal, den Deutschen. Das ist ein Super Rare. Wieso? Der Angler! Ey, was soll das? Ich will doch nur einen Angler in Holo haben. Rika-Glanz, ja, okay, ist eine gute Karte, aber war das die. War doch eine Secret, oder nicht? Ja. Der Angler war eine Common. Oh, Ultra. Ultra. Ja. Ja! Aber war ja klar. Monatslohn wie ein Blumenbaron, endlich. Oh, da ist das Ding. Das ist ein Import, glaube ich. Ja, ich sehe schon da hinten. Guardian Camera, Baroness und das Ding. Aber wie cracked hat er gezogen, bitte? Warte mal. Nice try, though. I tried. Junge, ich habe alles versucht, Jungs. Alles, was ging. Und hier haben wir natürlich einmal die komplette Kartenliste. Hier seht ihr sie. Zack, zack, zack. Die beiden Karten, die ihr jetzt hier nicht sehen könnt, sind einmal Wind-Up Kitten und Spellbook of Fate, die wir hier auch als Ripen bekommen. Meiner Meinung nach kommt Wind-Up Kitten ein bisschen spät, aber das ist nur meine Meinung. Ich spule einmal ganz kurz in die Karten rein, die vielleicht interessant sind. Die Reprints, die ihr zwar schon in der Reaction gesehen habt, aber wir möchten nochmal so ein bisschen genauer über die jeweiligen Karten sprechen. Zuerst einmal das hier, das große neue Bossmonster des Themendecks, was jetzt halt da drin ist. Nämlich ein Gate Guardian Themendeck, was sich um die Labyrinthmonster dreht, die Paradox gespielt haben. Quasi einen Retrain vom Torwächter. Das ist einmal ein Fusion Summon von Sanga, Kazajin und Sujin. Und die könnt ihr vom Exedeck spezial beschwören, indem ihr diese Monster von der Hand oder vom Feld banisht. Die Karte, gut ist die jetzt vielleicht nicht, aber die hat einen ganz neaten Effekt, dass wenn euer Gegner etwas aktiviert, was von euch targetet, egal was übrigens, könnt ihr dreimal pro Spielzug den Effekt annullieren und die Karte stören, die das quasi ausgelöst hat. Wenn diese Karte das Spielfeld verlassen sollte, dann bekommen wir ein Gate Guardian Monster, Level 11 oder niedriger, entweder aus dem Extra-Deck oder aus dem Main-Deck. Jetzt könntet ihr den Gate Guardian specialen. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr könntet aber auch die etwas besseren Extra-Deck-Monster beschwören. Zum Beispiel einmal Gate Guardian of Wind and Water. Das ist eine Fusion aus zwei von den Monstern, nämlich Kazajin und Sujin. Die müsst ihr allerdings beschwören, indem ihr die Karten banished, die ihr kontrolliert. Dabei ist es tatsächlich egal, ob das jetzt Monster oder Zaubern fallen kann. Das ist hier relevant, weil manche Karten von denen Linie Zaubern fallen kann, so offen hin. So ein kleiner Nod für den Anime wahrscheinlich. Die Karte, die kann Spell Traps annullieren. Als Schnelleffekt, logischerweise. Und das kann die zweimal pro Spielzug machen. Das ist ziemlich gut. Wenn die das Feld verlässt, könnt ihr entweder Kaizujin oder Sujin zurückspecialen. Ich denke mal, ihr seht ein Thema bei den Karten. Ist ein relativ einfaches Prinzip. Das gleiche gilt für Gate Guardian Thunder and Wind. Haben wir mal die anderen beiden, Sanga und Kaizujin. Die Karte kann ich eine Spellkarte suchen, die alle im Kartentext erwähnt. Ich weiß nicht, wie gut das ist, denn die Spellkarten scheinen jetzt nicht so krass gut zu sein. Ich weiß nicht, ob der überhaupt gespielt werden wird. Aber wenn die halt geht, könnt ihr ja Sujin oder Kazajin halt auch specialen. Und dann haben wir noch einmal Gate Guardian of Water and Thunder. Fragt mich nicht, warum dieses Bild hier falsch ist. Ich habe keine Ahnung, was Cardless da gemacht hat. Die Karte ist trotzdem ganz okay, die kann Gegner schon zerwählen. Zweimal pro Spielzug und die HTK auf 0 setzen. Und wenn die geht, holt logischerweise Sujin oder halt Sanga zurück. Das Pattern ist, denke ich, klar. Das wird jetzt nicht ein Meta-Tier-1-Deck werden, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese ganzen Gate-Guardian-Sachen zu spielen. Und ich glaube, dass das eine ganz coole Möglichkeit ist für Leute, die das halt wirklich sehr casual mit Freunden spielen möchten, diese alten Karten halt wirklich zu benutzen. Und das einmal Labyrinth Wall Shadow. Monster Level 5 oder niedriger sind, können nicht angreifen. Wow. Und einmal während der Main Phase könnt ihr einen von den gebanischten Torwächter-Dingern, die ihr zum Beispiel fallen kann, so eine legen aus dem Banish-Pile. Das gibt euch quasi die Monster wieder zurück, damit ihr wieder ein bisschen was mehr specialen könnt. Ist eine ganz niedliche Karte, die kann auch was zerstören, das werdet ihr aber nie aufbrauchen. Ist vom Artwork her unglaublich insane. Guckt euch das an, das ist einfach so episch. Also wenn ihr euch wirklich mal ein bisschen genau mit beschäftigt, sind die Artworks echt cool, weil die halt so Referenzen zum Anime geben. Kompetitiv ist das leider nicht, aber es ist halt sehr cool, sehr nostalgisch. Eine Karte, die auch sehr nostalgisch ist, ist einmal Duel Academy, denn das ist die Duel Academy von oben. Ihr könnt euch den Effekt gerne durchlesen, ich sage euch jetzt, dieser Effekt ist kompletter Rotz und das war's zu dieser Karte. Dann spreche ich noch einmal über den Axel Synchro Stardust Dragon. Diese Karte solltet ihr euch merken, denn die werdet ihr wahrscheinlich in manchen Szenarien antreffen.
Diese Karte hat eine Besonderheit, dazu komme ich gleich noch, wenn ich über den Effekttext gesprochen habe. Wenn die Karte als Synchrobeschwörung beschworen wird, dann könnt ihr einen Tuner Level 2 Monster von eurem Friedhof zurück spezialbeschwören. Das ist erstmal ein ziemlich guter Effekt. Er hat einen Schnelleffekt, dass er sagt, du kannst diese Karte debütieren, du spezialbeschwörst ein Stardust Synchro Monster als Synchrobeschwörung von deinem Extra-Deck. Ich möchte übrigens erwähnen, dass diese Karte selber ein Stardust Monster ist. Möchte ich nur kurz einmal anmerken. Und dann macht ihr eine Synchro-Beschwörung mit Monstern, wie ihr wollt. Und das ist eins der ersten Dinge, was mir aufgefallen ist. Das ist ein Monster, was selber kein Tuner ist. Tributiert sich für Kosten, wie ihr seht. Und spezialbeschwört dann Stardust-Monster. Das ist eine generische Synchro-Beschwörung, indem ihr das Ding nicht als Material braucht. Und synchro-beschworene Monster, die mit diesem Effekt synchro-beschworen wurden, sind für den Rest der Runde unberührt von aktivierten Karteneffekten. Stardust Dragon, by the way, ist Level 8. Level 8 und Level 2 ergibt 10. Und es gibt ein ziemlich gutes Level 10 Synchromonster. Ich denke mal, für alle, die es noch nicht wissen, dann seht ihr die gleich noch. Für alle, die es jetzt schon wissen, ja, das geht. Overlay Network wollte ich kurz noch einmal reinwerfen, weil ich die Karte sehr interessant finde. Wirklich gut ist sie jetzt nicht unbedingt, aber sie ist sehr interessant. Du wählst ein offenes Monster von dir und dann kannst du quasi eins vom Friedhof oder von Hand spezial beschwören mit demselben Level, weil du für den Rest des Zuges auf Xyz gelockt bist. Das ist aber eine Karte, damit könnt ihr theoretisch in Sprite tot spielen. Das ist nicht gut, aber das ist eine Möglichkeit, in vielen Decks Xyz Plays zu machen, was ziemlich gut ist. Haben wir einmal Nummer 39, Utopia Rising, auch eine neue Karte. Und die Karte sagt einfach nur, wenn diese Karte spezial beschworen wird, könnt ihr ein Nummermonster, also Nummer X7-Monster, in eurem Friedhof wählen und das spezial beschwören. Und dann werden alle Materialien von dieser Karte umgesetzt auf das andere Monster. Das ist also sehr cool, weil dann kriegt ihr quasi mit euren Nummermonstern wieder Materialien in den Griff. Ich kann, by the way, auch ein paar Goosecards zurückholen. Möchte ich kurz nochmal erwähnen. Dann haben wir einmal einen neuen Firewall Dragon. Das sollte immer so die Lauscher aussperren, weil der eine Firewall Dragon war richtig broken. Deswegen gucken wir uns einmal die neuen Firewall Dragon an. Der ist halt ein Link 5 Monster. Ja, der ist jetzt halt nicht so geil, ne? Aber der negiert quasi alle generischen Monster in der Battle Phase. Das ist ganz okay. Ihr könnt mit dem Cybers Monster als Quick-Effekt auf den Friedhof legen, vom Extra-Deck oder vom Deck. Und dann bekommt der 2500 ATK und kann das Attribut von dem Monster annehmen, was ihr weggelegt habt. Und dann kann der so viel mal angreifen, wie der verschiedene Attribute hat. Der kriegt ja jedes Mal ein Attribut dazu. Das heißt, jetzt Dark. Ihr sendet jetzt ein Feuer. Dann ist der Dark Feuer. Kann er zweimal angreifen mit 5-5. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Ob er jetzt wirklich viable ist, ich glaube nicht, dass sich das lohnt, 5 Monster zu investieren, um dahin zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall eine Karte, die spielbar ist. Aber die sendet halt auch ein Cybermonster wohin. Das tut ja in der Regel irgendwas. Deswegen, ich weiß nicht, wie gut das ist. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie gut das ist. Ich kann es aktuell auch gar nicht abschätzen. Dann kommen wir einmal zu den Reprints und hier haben wir einmal den Flinkenangler, wo ich mich ja ein wenig drüber aufgeregt habe, dass der nur eine Rare ist, denn die hätte auf jeden Fall einen Holoprint verdient gehabt. Aber Reprint nichtsdestotrotz sehr gut, denn jetzt werden die ganzen Sprite-Spieler einen günstigeren Angler spielen können und alle Nimble-Spieler können sagen, oh mein Gott, die Karte ist nicht mehr teuer. Jetzt fehlt nur der Sunfish. Danke, Joshua. Dann haben wir den Reprint von Wächterchimäre, Guardian Chimera, wie sie auf Englisch heißt, als Ultra Rare, ist also auch nicht so einfach zu ziehen, wird dadurch aber vom Preis natürlich deutlich droppen für die meisten Despair-Decks, deswegen auf jeden Fall eine Karte, die ihr euch jetzt holen könnt, wenn ihr das unbedingt spielen möchtet, weil sie nicht mehr so teuer sein wird. Dann haben wir noch einmal den antiken Feendrachen hier drin mit seinem Erratum. Die Karte ist jetzt einmal per Spielzug und kann nur noch Feedspells adden mit einem unterschiedlichen Namen, als die ihr zerstört habt. Aber die zerstört immer noch beide Feedspells auf dem Feld. Ist also immer eine Karte, die spielbar ist. Ist jetzt wieder auf 1 zurück. Wir werden sehen, ob die broken ist. Ich habe keine Ahnung. Könnte aber sein, dass wir die in den ein oder anderen Decks sehen werden. Die outet by the way Runic Fountain. Möchte ich nur mal kurz einmal anmerken. Und hier ist einmal das angesprochene Synchro-Monster, was ihr mit dem Stardust-Monster beschwören könnt als Synchro-Beschwörung, nämlich die Blutenbaronin, die hier ihren ersten Reprint bekommt und zwar als Ultra Rare. Dadurch wird sie deutlich günstiger. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Synchro zu beschwören in der gegnerischen Runde, die unberührt ist von den aktivierten Karteffekten des Gegners. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass das möglich ist, denn eine Karte wie den Stardust Dragon kann man relativ gut in Sorcerer spielen. Dann könnt ihr Baroness ja eh schon in Sorcerer bauen und jetzt habt ihr noch mehr Access dazu. Ich bin da echt kein Freund von.
dass wir so Kombinationen von Karten erzeugen können. Aber es ist irgendwie schon cool, dass das geht, aber meiner Meinung nach sollte das kein Thema sein, dass wir das Ding bekommen und das ist unberührt von aktivierten Karteneffekten. Kein Fan von. Reprint, super nice. Die Karte ist necessary für sehr viele Decks. Dann bekommen wir noch einmal Tränenstrauß, die Recherkönigin. Eine sehr teure Karte aus Secret Layers. Hier kriegt sie wieder einen Ultra Rare Reprint. Ist also immer noch nicht super günstig. Dadurch, dass das Deck nicht mehr so viel gespielt wird, wird die Karte auch nicht mehr so teuer sein. Also holt sie euch, wenn ihr sie spielen wollt. Jetzt wird sie wahrscheinlich nur noch ein paar Euros gehen. Ein weiterer Reprint, der ziemlich cool ist, ist einmal Evermax, der jetzt hier einen Super Rare Print bekommt. Also wirklich mal ein Low Rare Print, der wirklich nicht so viel wert ist. Damit wird diese Karte auch, weiß ich nicht, einen Euro gehen oder so, wenn überhaupt. Weil die Karte ist gut, jetzt geht sie nicht mehr so viel und dann ist die halt immer noch gut, aber nicht mehr so teuer. Und der letzte Reprint, den ich mal erwähnen möchte, den habt ihr ja schon gesehen, ist einmal Urteil. Urteil, gute Karte. Super Rare ist worth it, dass ihr euch die einmal holt, damit ihr sie habt, denn die Vergangenheit zeigt, dass diese Karten in der Regel teurer werden. Gerade so Karten wie Judgment. Wenn die schon länger kein Printing mehr haben, werden die wieder teurer. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute. Boah, kannst du jemand anders sterben?